Hallo YouTube, wir haben wieder die YouTube News. Diesmal stelle ich euch aber keine zwei YouTuber vor, sondern jetzt haben wir mal ein ernstes Thema und zwar mein erster Hater. Was soll ich dagegen tun? Wie soll ich am besten damit umgehen? Ja, ich habe jetzt einmal auch den Genuss gehabt, dieses Jahr ein paar Hater dazu zu bekommen. Und zwar ja, die ganze Geschichte mit Daumen nach unten, das ist mir eigentlich schon mal ziemlich egal. Aber es sind dann wirklich sehr unterschwellige Botschaften dabei, wo halt dann schon wirklich sehr ins Persönliche gegangen wird. Und wo man richtig persönlich beschimpft wird, was man nicht alles schlecht macht, wie scheiße man nicht ist. Und ich habe jetzt zur Gewohnheit gemacht, ich mache es jetzt meistens so, sollte es wirklich extrem sein, so eine Beschimpfung, dann werde ich das löschen, weil es gibt ja auch sicher junge Zuseher, die was auf meinem Kanal sind. Und die müssen das nicht unbedingt lesen. Aber ich versuche das Ganze dann auch meistens immer ins Lustige zu bringen. Ein bestes Beispiel ist, und zwar einer hat einmal runtergeschrieben, es ist schlecht. Und ich habe dann so geschrieben, ja, trink am besten einen Tee, weil dann ist dir nicht mehr schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob er die ganze Botschaft dann von mir verstanden hat. Ja, ich finde es halt schade, dass man, trotz dass man sich so viel Mühe gibt bei seinen ganzen Videos, und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwelche tollen Community-Videos mache, Let's Play-Videos oder irgendwelche anderen News bringe. Es soll einfach jedem YouTuber Spaß machen und man soll auch immer dementsprechend gelobt werden. Man kann natürlich auch negatives Feedback geben, aber soll natürlich nicht persönlich angreifen. Das heißt, wenn jetzt einer sagt, okay, mir gefällt dieses Studio nicht, geh wieder irgendwo hin, wo es besser ist, zum Beispiel auf dein Klo, dann kann ich ja sagen, okay, am Klo ist es bei mir ein bisschen eng, darum kann ich dort keine Videos machen, darum habe ich mir dieses Studio ausgesucht. Es ist halt wirklich sehr, sehr schade, dass man sehr oft persönlich angegriffen wird und dass eigentlich gar nicht die Personen, die was da persönlich dich angreifen, nicht einmal sehen, was dein Arbeitsaufwand dahinter ist hinter einem so einem YouTube-Video. Und da rede ich jetzt nicht vom Finanziellen, sondern eher von der ganzen Zeit, was investiert wird. Das heißt, ich setze mich jetzt daher in meiner Freizeit, rede zu euch jetzt in die Kamera. So ein Video dauert dann immer meistens zwischen, sagen wir, 5 bis 10 Minuten und ja, das war es eigentlich noch nicht, weil ich muss das ganze Video dann noch schneiden, hochladen und ja, und der ganze Schaffenprozess kann halt schon 2-3 Stunden in Anspruch nehmen und da verstehe ich halt nicht, warum dann Leute das richtig so bösartig zerstören und vielleicht sogar YouTuber dazu zwingen, dass sie dann aufhören, dass sie keinen Spaß mehr entwickeln für ihr Hobby oder für diese Leidenschaft YouTube, so wie es eigentlich damals einmal war. Ich glaube halt, dass sich durch diese ganze Social Media Geschichte einfach im Internet viel mehr Leute mehr trauen, mehr sagen, obwohl es persönlich gar nicht so wäre, beziehungsweise dass sie sich persönlich Auge in Auge das nicht einmal sagen trauen würden, weil einfach vielleicht doch ein bisschen Respekt da ist. Jetzt ist meine Frage an euch, habt ihr auch schon Hater auf euren Kanal und wie geht ihr damit um? Also löscht ihr gleich die Kommentare, steigt ihr auf eine Konfrontation ein oder beantwortet ihr das einfach nur, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, das ist jetzt meine Frage an euch. Würde mich brennend interessieren, wie es ihr mit dem Thema Hater umgeht. Ja, ich wünsche auf jeden Fall allen YouTubern, dass sie keine Hater haben. Es kann einmal ein negatives Feedback kommen, das ist ja noch okay. Aber bitte nicht irgendwie unterschwellig, weil das hat auf YouTube und vor allem im Internet nichts verloren. Ja, ich bin schon gespannt auf eure Kommentare, auf euer Feedback, was ihr davon haltet zu der ganzen Hater-Geschichte. So, das waren jetzt mal andere YouTube-News, keine YouTuber vorgestellt, aber ein brisantes Thema und zwar, es ging um die Hater. Ja, da drüben wieder mein letztes Video, unten wie immer die ganzen Links zu den Social-Media-Plattformen. Ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, über jedes Kommentar und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Baba.